Heute bei mir im Interview eine absolute Koryphäe in Sachen Verhandlung, Professor Dr. Jack Nasher. Ich bin sehr froh und stolz, ihn bei mir zu haben. Er ist nicht nur ein absoluter Bestseller-Autor, zum Beispiel hier mit Durchschaut oder auch natürlich mit Überzeugt und natürlich mit seinem Bestseller-Deal hat er Meisterwerke geschaffen, die ich mehrfach gelesen habe. Und ich freue mich, ihn heute im Interview zu haben. Wir haben einen persönlichen Kontakt, weil ich bei zwei Seminaren von ihm war, wo er mich auch sehr, sehr überzeugt hat. Und deswegen, Jack, schön, dass du heute im Interview dabei bist. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Du bist der führende Verhandlungsexperte und natürlich werden wir über das Thema Verhandlungen heute sprechen. Du wirst einige Geheimnisse preisgeben. Wir werden aber auch darüber reden, wie du an der Börse investierst, wie du dein Geld anlegst und wie du auch den Kapitalmarkt beurteilst. Und bevor es richtig losgeht, würde ich gerne eine Assoziationsrunde mit dir machen. Das heißt, ich gebe dir fünf Begriffe und du sagst mir einfach spontan, was dir dazu einfällt. Okay? Gerne. Der erste Begriff: Verhandlung. Arbeit. Sehr gut. Der zweite Begriff: Börse. Kompliziert, kompliziert. Sehr gut. Darfst auch gerne mit zwei, drei Worten antworten, aber interessant, dass Börse kompliziert ist, sehr spannend. Das Thema persönliches Glück. Eine innere Einstellung. Arbeiten an der Hochschule. Viele Prüfungen. Sehr gut. Und das Letzte, um es dann auch abzuschließen, der deutsche Staat. Ist hoffentlich bald weniger präsent, ja. Zu viel, sagen wir mal, viel zu viel, ja. Da sind wir einer Meinung. Vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, wirklich ein spannendes Experiment so anzufangen. Nun bist du ja der absolute Verhandlungsexperte und die Zuhörer wollen sicherlich auch was zum Thema hören. Ich finde, die Börse ist irgendwo auch eine Verhandlung, weil da geht es ja auch um Angebot und Nachfrage. Was sind so für dich die Kernelemente einer Verhandlung? Worauf sollte man achten, um in einer Verhandlung gut dazustehen? Also das Wichtigste in der Verhandlung erstmal ist eine richtige Vorbereitung, aber du musst halt wissen, wie. Ne? Wenn du nicht weißt, wenn ich einfach nur sage, bereite dich auf eine Verhandlung vor, als ob du einem mit Schlafstörungen sagst, schlaf halt. Ja? Du musst schon wissen, wie. Ich meine, du warst ja im Seminar und deswegen weißt du das Erste, was du machst, bevor du in die Verhandlung gehst. Mich vorbereiten, Ja, aber was? Wie? das Wie? Playbook rausholen, was ich von dir Ja, genau. bekommen habe. Richtig, richtig, genau. Und da steht alles drin. Und da weißt du ja auch, dass natürlich die Buttner, die Alternative, das Allerwichtigste ist, bevor du in die Verhandlung gehst. Die Alternative. Und dann musst du dich auch fragen, was will ich eigentlich? Gerade wenn ihr mehrere seid, dann ist es nämlich auch gar nicht so klar. Also, wir haben gerade in Unternehmen zum Beispiel, dass alle an irgendeinem, ich meine, wir wissen ja beim Tauziehen, ne? Beim Tauziehen ist es so, dass wenn 10 Leute an einem Tauziehen, ist es nicht so viel, wie man eigentlich, so viel Kraft, wie man eigentlich erwarten würde, dass sich das multipliziert. Das liegt einmal daran, an sozialen Faulenzen, dass natürlich man weniger arbeitet, wenn andere da sind, aber es liegt auch daran, dass Leute nicht genau in die gleiche Richtung. Wenn du nur einen kleinen Grad in die andere Richtung, dann verlierst du schon sehr viel Kraft. Und bei Verhandlungen merken wir immer wieder, eben gerade wenn zwei, drei involviert sind. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Leute ungern in Gruppen verhandeln. Also die haben eigentlich keinen Bock mit Kollegen zu verhandeln, obwohl eigentlich ist doch mehr Gehirn dabei, mehr Erfahrung dabei. Aber nein, du hast halt zu viel schlechte Erfahrung, weil Leute nicht an einen Strang ziehen. Das heißt, die Vorbereitung ist auch wichtig, um zu wissen, also einmal, was sind unsere Alternativen und die vorher möglichst zu verbessern. Und dann aber auch sich zu fragen, wollen wir eigentlich alle das Gleiche? Was wollen wir eigentlich? Und was wäre eigentlich ein schlechtes Ergebnis? Und warum wäre das eigentlich schlecht? Und oft kommt auch bei dieser Vorbereitung schon raus, nee, stimmt, eigentlich, ja, das würde eigentlich auch gehen. Dann hast du ja gerade auch gesagt, Verhandlungen, man muss nicht verhandeln, weil man verhandelt doch täglich, oder? Mit seinen Kindern, mit seinen Partnern, mit seinen Freunden ist doch ständig irgendwo ein Tauziehen. Da hattest du auch ein sehr schönes Beispiel im Seminar, den Kuchen erst größer machen und dann aufteilen. Kannst du dazu kurz was sagen, was das so vom Hintergrund her ist? Naja, es ist ja so, ich meine, viele sagen, ja, also in meinem Job verhandle ich gar nicht so viel, ich brauche das irgendwie gar nicht, aber eigentlich verhandelst du ja wirklich ständig, ne? Wenn du irgendwie essen gehen willst, um wie viel Uhr, wohin, in welches Restaurant, mit deinen Kindern, wie lange wach bleiben und so weiter, das sind ja alles Verhandlungen. Also eine Verhandlung ist ja eigentlich immer, wenn du ein Ja vom anderen brauchst, bist du in der Verhandlungssituation. Und das ist ja gerade heutzutage, wo du Menschen überzeugen musst. Ich meine, sagen wir mal, ne, im Mittelalter war die beste Überzeugung, weil ich meine, der den Morgenstern am besten schwingen konnte, das war halt die wichtigste Technik. Und heute ist es halt Menschen, ja, zu überzeugen, Menschen dazu zu bringen, Ja zu sagen. Und das ist natürlich eine enorm wichtige Fähigkeit, die alltäglich eben bei jeder Kleinigkeit gefragt ist. Deswegen sagen manche Verhandlungsforscher, dass wir 40 Stunden die Woche verhandeln, kann schon sein. Ja, und dieser Gedanke, dass, nee, nur wenn ich ein Auto kaufe, nur wenn ich irgendwie im Job verhandle, ja, das sind natürlich wichtige Verhandlungen, aber es ist jeden Tag. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ist die wichtigste Fähigkeit, die du in der modernen Welt haben kannst.
weil du ja immer das Ja vom anderen brauchst. Jeder hat ja zig Optionen. Und gerade jetzt, wenn Menschen, ich meine, Menschen geht es halt extrem gut in Deutschland, ja. Und die haben einfach keinen Bock auf dich. Ja. Du musst von einem Handwerker oder von wem, du brauchst es ja. Und da musst du eben die Techniken des Verhandelns, und übrigens die Techniken des Verhandelns sind die gleichen Techniken, die auch Konfliktlösungen sind. Deswegen gibt es viele wissenschaftliche Zeitschriften, die heißen, die haben irgendwas mit Conflict Resolution und Negotiation in einem Atemzug, weil es ja immer ist, du brauchst das Ja des anderen. Und das kann auch zum Weltfrieden sozusagen führen. Du musst nämlich immer Verhandlungstechniken anwenden. Wird eine schöne YouTube-Überschrift, die wichtigste Eigenschaft, die man lernen kann. Punkt, Punkt, Punkt. Wichtigste, Und genau. Wichtigste Fähigkeit, ich würde sagen, tatsächlich, die wichtigste Skill der modernen Zeit ist Verhandeln, um dein persönliches Potenzial auszuschöpfen. Und ich glaube, das ist Erfolg. Wenn Leute fragen, was ist eigentlich Erfolg? Naja, ich meine, wenn du halt irgendwie ein IQ von 10 hast und keine Beine, dann hast du natürlich ein anderes Potenzial als einer, der Olympionik-Gene hat und ein IQ von 300. Ja, na klar. Aber weißt du, aber das ist ja das, was ist in dir und was kannst du sozusagen herausholen. Das ist meiner Ansicht nach Erfolg und ich glaube tatsächlich, Verhandeln ist die Fähigkeit, die dich dazu bringt. Und da auch nochmal den Verweis auf deine Bücher. Ich werde unten in den Shownotes auch die aktuelle Neuerscheinung von Deal nochmal präsentieren, wo viele dieser Dinge auch beschrieben sind. Da auch nochmal ein Kompliment an dich. Ich höre gerne Bücher, also Audible. Und da gibt es ganz wenige Sprecher, die es schaffen, ihr eigenes Buch gut einzusprechen. Da gehörst du auch als eigentlich Einziger dazu, der das einigermaßen gut gemacht hat oder sehr gut, muss man ehrlich sagen. Das Und da auch freut mich, nochmal ein weil großes ich finde meine Kompliment. Stimme, ich finde, ich klinge so nasal. Also ich höre mich eigentlich gar nicht so gern, aber ich gucke auch, ich guck mich auch sehr, nie, wenn ich so ein Video sehe, ich kann das gar nicht sehen, weil ich denke immer, ich sehe eigentlich viel besser aus. Ja. Aber meine Freunde sagen mir, nein, du siehst wirklich so aus. Ja gut, okay. Das mit dem Aussehen geht mir auch so, aber das mit dem Sprechen, das ist das Kompliment verdient. Und du hast auch einen guten Tipp gegeben im März, im März im Seminar in München. Du hast gesagt, gute Bücher sollte man mehrfach lesen, also bevor man 5 schlechte Bücher liest, lieber ein gutes mehrfach. Und da auch nochmal wirklich die Hinweise auf deine Bücher, die sind wirklich sehr, sehr gut und die Ja, überzeugen ich mich ja würde sogar auch. noch weitermachen. Sogar gute Bücher solltest du nicht 5 hintereinander lesen. Auch ein gutes Buch, also nicht nur schlechte, lieber eins als 5 schlechte, das ist klar. Aber auch lieber eins, was du aussuchst, lieber dreimal lesen und wirklich, weil sonst ist es so wie eine Zwiebel. Du schälst eine Zwiebel, weil du denkst, irgendwann kommt ein Kern, aber es kommt kein Kern. Ja, du liest und liest und liest, ja, und was ist dann? Ja, was passiert? Und deswegen empfehle ich dir, also gerade, ich habe eben jetzt selber gerade ein Buch gelesen, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Das habe ich jetzt zweimal gehört und habe mir das noch als Print gekauft, um noch Sachen zu markieren, die ich gehört habe, weil ich finde es total wichtig. Ich lese immer mit dem Bleistift in der Hand, weil sonst liest du irgendwas und dann ist es halt irgendwie im Regal und weg ist es. Aber wenn du mit dem Bleistift in der Hand liest, kannst du einmal dir nochmal vor Augen führen, was für dich eigentlich wichtig ist. Dann, wenn du fertig bist, guckst du dir nochmal die wichtigsten Passagen an. Und du kannst immer mal wieder auch reinschauen. Also ich bin großer Fan davon. Also bei mir kannst du im Regal immer sehr schnell sehen, welches Buch ich schon gelesen habe und welches nicht. Weil wenn da nichts markiert ist, dann ist es, habe ich es nicht gelesen. Oder ist es so beschissen, dass wirklich nichts zu markieren war, was aber auch echt selten ist. Und deswegen ist meiner Ansicht nach, arbeite lieber wirklich an einem guten Buch. Und, also wenn es dir gefällt, lies es halt nochmal und vielleicht sogar nochmal und hörst und lies es. Das bringt dich weiter, also gerade über Verhandeln. Es gibt ein paar gute Bücher über Verhandeln, aber sich für eins zu entscheiden und das wirklich durchzuarbeiten. Finde ich einen sehr guten Erfolgstipp und die Frage steht auch auf meiner Liste, was sind so deine Erfolgstipps fürs Leben, weil du bist ja sehr erfolgreich, du hast Wirtschaftspsychologie studiert, du hast Jura studiert, hast dich sehr viel mit Philosophie beschäftigt, du bist ein sehr gefragter Redner. Und hast du schon gesagt, Bücher mehrfach lesen, die richtig gut sind, anmarkern, ausarbeiten, anwenden natürlich auch und ich werde auch gleich noch zwei, drei Praxisbeispiele aus dem Verhandeln erfragen. Was sind andere Erfolgstipps in deinem Leben, wo sagst du, das sind vielleicht gute Routinen oder das sind Dinge, die dir bei deiner sehr steilen Karriere geholfen haben oder auch vielleicht im akademischen Rahmen? Ja, also was ich merke und auch Leute, ich habe ja sehr viel mit Menschen zu tun, die ins Seminar kommen, die sich, und das sind ja meistens intelligente Leute, die sich auch für sich interessieren, an sich arbeiten. Das sind ja immer die Besten, die eigentlich an sich arbeiten. Und die anderen haben sich schon aufgegeben oder denken, die können schon alles oder denken, sie können es eh nicht. Insofern habe ich natürlich schon mit der Crème de la Crème zu tun, die in meine Seminare kommt, du zum Beispiel. Ja. Auf jeden Fall merke ich oft, Leute wollen sich umorientieren und sagen, oh, ich will irgendwie was anderes machen und so. Und da gibt es diese schöne Geschichte vom ersten Motivationstrainer, Amerikaner vor über 100 Jahren. Ich hab vergessen, wie er hieß. Und der hat diese Geschichte von einem Bauer, der große Felder hatte und der gehört hat von einem Reisenden, dass es Diamantenminen gibt weit. Und dann hat er alles aufgegeben, seine Familie stehen und liegen lassen, um diese Diamanten zu suchen. Und hat gesucht und gesucht und sein ganzes Leben hat er gesucht und sie nicht gefunden.
und hat sich dann irgendwann völlig verarmt, einsam eine Klippe runtergestürzt. Und der andere, der neue Bauer, der seinen Riesenfarm übernommen hat, hat dann im Garten hinten einen Diamanten entdeckt. Und die hat sich dann als, das war im alten Persien irgendwie, hat sich dann als eine bekannte, wohl bekannte, größte Diamantenmine überhaupt herausgestellt. Und diese Geschichte hat er gesagt, Diamonds in your backyard. Ja, also Diamanten in deinem Hintergarten. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, auch wenn du dich weiterentwickeln willst, überleg mal, auf welchen Fähigkeiten kannst du aufbauen. Auch wenn du die Nase voll ist, was Neues machen willst, es ist sehr schwierig, von Null anzufangen. Ja? Und ich merke, weil gerade auch jetzt, ne, ich meine, viele schimpfen über Deutschland, wollen irgendwo anders was Neues anfangen, aber ich empfehle immer und sehe auch, dass die Leute erfolgreich sind, die auf den Dingen, die sie schon können oder Erfahrungen, die sie schon haben, aufbauen können. Ja, okay, es gibt viele, die können eine Sache gut, ja, du kannst zum Beispiel gut kochen, und es gibt aber wenige, die gut kochen können und gut schreiben können. Und dann kannst du Kochbuch schreiben. Dann gehörst du schon, dann ist die Luft schon viel dünner. Ja, du kannst dann gut kochen und Bücher darüber schreiben. Und wenn du jetzt auch noch reden kannst, erfolgreich, dann kannst du eben noch ein, weiß ich nicht, einen Podcast oder YouTube-Videos machen, kochen und darüber schreiben. Das heißt, wenn du Fähigkeiten hast und jeder hat ja irgendein Talent oder zumindest Interesse an irgendwas und sich dann auch reinfuchst, dann kannst du, wenn du zwei Skills oder drei miteinander kombinierst, also je mehr du sozusagen miteinander kombinierst, desto seltener wird deine Fähigkeit. Ja? Also ich zum Beispiel konnte immer gut verhandeln, ich kann Sachen gut erklären, ich kann gut schreiben und ich kann gut reden. Und genau das habe ich kombiniert und das war auch nicht so bewusst gemacht damals, aber das habe ich halt kombiniert und es funktioniert halt einfach. Und wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie die Nase voll, weil Verhandeln interessiert mich nicht mehr, was nicht der Fall ist, dann wäre es jetzt dumm, was völlig anderes war, dann sollte ich trotzdem über irgendwas reden oder was schreiben, halt vielleicht über ein anderes Thema. Ja, aber ich sage nur, diese Idee, neu anzufangen, ja, mach das ruhig, aber kombiniere Sachen, die du hast. Und das, denke ich, ist ein großes, wirklich großes Erfolgsgeheimnis, was ich irgendwie unterbewusst gemacht hatte, aber dann mal bewusst gelernt hatte. Sehr spannend, also Stärken kombinieren, sehr spannender Ansatz und dann natürlich auch Stärken stärken. Würdest du dann auch sagen, Schwächen weitestgehend vermeiden oder delegieren? Ja, das ist halt ein großer Fehler in vielen Kulturen. Ich denke auch in der deutschen, dass man sich extrem auf Schwächen konzentriert, dass man immer versucht, seine Schwächen auszugleichen und sagt, boah, hier muss, und das ist auch übrigens bei Feedbackgesprächen so. Es geht fast immer über Schwächen. Ja. Und die Amerikaner sind da anders. Die Amerikaner bauen auf Stärken auf. Das ist ein völlig anderes Prinzip. Das geht den Deutschen auf den Sack manchmal, weil die immer alles loben. Dann gibt es ein Diplom für Kindergartenteilnahme und das ist dann auch teilweise lächerlich. Und das geht natürlich auch in die andere Richtung auch extrem. Aber auf Stärken aufzubauen, ist natürlich das Geheimnis für wirklich hervorragende Performance. Wenn du, weil, ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel echt schlecht in so Steuersachen oder so. Ja? Wenn ich das jetzt selber machen würde, dann würde ich es mittelmäßig machen. Ich würde es ungern machen. Und ja, wie gesagt, das Ergebnis wär höchstens mittelmäßig. Und ich hätte vor allen Dingen keine Zeit, mich um meine Stärken zu kümmern. Und daher ist es natürlich viel besser, wenn du das, was du ungern machst oder auch nicht so gut machst, wegdelegierst und wirklich daran feilst, deine Stärken auszubauen. So wie Tiger Woods. Sein Sandspiel war jetzt nicht so gut, aber sein Long Drive, also sein sehr langer Schlag, war hervorragend. Und wenn er trainiert hat, hat er an seinem Long Drive gearbeitet, weil er gesagt hat, ich will da der Beste der Welt werden. Ja, ich trainiere ja nicht, um nicht zu verlieren, sondern ich trainiere, um zu gewinnen. Ja, das ist die Mentalität. Macht viel mehr Spaß, ist viel befriedigender. Und schau, in Amerika hat die, also es gibt auch viele Idioten in Amerika, klar, aber die USA haben die meisten Nobelpreise aller, ich glaube, aller anderen Länder kombiniert sogar. Irgend sowas. Also völlig absurd viel höher. Und ja, wie viel wirklich großartige Erfindungen und tolle Sachen aus den USA kommen, weil die Menschen eben sich, und ich weiß nicht, jeder, der ein Jahr mal in den USA in der Schule war, wie ich, weiß das, wie sie dann einen encouragen, also ermutigen, daran zu arbeiten und daran wirklich gut zu werden und groß zu denken und nicht hier wie, ja, ihr Fehler, das und das haben die falsch gemacht. Und das sage ich auch, wenn du Feedback gibst anderen, hilf ihnen, auf ihren Stärken aufzubauen. Das ist eigentlich noch ein viel wichtigeres Feedback. Natürlich soll man auch an seinen Schwächen arbeiten, aber noch wichtiger ist es, seine Stärken auszubauen. Wobei auch in Deutschland oder genau übrigens in Japan sind Stärken auch nicht so beliebt oft. Ne? Das ist auch in der Mentalität. Schön mal Mittelmaß, denk ja nicht, du wärst jetzt irgendwie toll. Es gibt den schrecklichen Spruch aus Japan, der Nagel, der hervorsteht, muss eingehämmert werden. Könnte man auch in Deutschland sagen.
Ja, das ist spannend und bin ich auch bei dir, ein bisschen mehr diese amerikanische Mentalität anzunehmen und vielleicht ein bisschen mehr eben das Gute zu sehen und nicht das Schlechte. Das ist ja auch so ein kulturelles Thema oder mit Nachrichten, dass du ja auch im Seminar verraten, dass du kein großer Konsument von öffentlichen Nachrichten bist und dich da eher auf wissenschaftliche Paper und Bücher stürzt. Du hast ja schon ein Buch genannt, was du sehr begeistert gelesen hast. Hast du vielleicht noch so ein, zwei Empfehlungen von Büchern, wo du sagst, Mensch, da steckt ein großer Mehrwert drin, abseits von deinen Bestsellern? Ja, also ich lese relativ viel, aber ich lese tatsächlich nur Ratgeber oder nicht Rat oder Sachbücher, sagen wir mal so Sachbücher oder eben Ratgeber, weil einmal aus beruflichem Interesse. Ich lese tatsächlich jedes Buch, was zum Thema Verhandeln, was mir in die Finger kommt, oder ich bestelle eigentlich auch alle, die rauskommen. Und ich habe so viele Bücher, ich lese gerade eins über Spieltheorie, das ist aber sehr komplex, das kann ich jetzt nicht jedem empfehlen, weil es einfach zu komplex ist. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist Factfulness, also das Buch, was jeder lesen sollte, was ich jedem empfehle. Da geht es einfach tatsächlich um den Stand der Welt, ja, dass so vieles besser geworden ist, von Kindersterblichkeit über Armut, wie sich Armut entwickelt hat. Wir denken immer, Leute werden immer ärmer, das stimmt nicht. Also das ist unbestritten, dass es nicht stimmt. Dann mag ich tatsächlich die Bücher von Reinhard Zittelmann, finde ich sehr gut, über die Irrtümer. Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, und sehr, sehr fundiert, sehr klug. Und ja, also wie gesagt, ich lese immer so viel, ist immer das, ich kann immer nur über die letzten zwei, drei. Das ist wie, ich habe mal von einem Interview von einem Pornodarsteller, habe ich mal gesagt, der hat auch gesagt, ich kann mich immer nur an die letzten zwei, drei Filme erinnern. Mehr nicht. Und so ist es bei den Büchern bei mir auch so, ja. Deswegen habe ich den Bleistift. Ja, das finde ich auch gut und viel bleibt ja auch unbewusst hängen. Also Reinhard Zittelmann mag ich auch sehr, wirklich tolle Bücher. Oder auch Factfulness, das hattest du im Seminar ja auch vorgestellt, ganz wichtiger Punkt, dass die Welt besser wird und nicht schlechter, obwohl man sich ja immer so ein bisschen das Gegenteil mit ja, vorstellt. Und das auch ein schönes Beispiel gebracht, wie viel schwieriger ist es denn, auf eine 10 von der Glücksskala von 1 bis 10 zu kommen, als auf eine 0 abzufallen. Also für die 10 müssen schon viele Dinge passieren, gerade weil es uns ja sehr gut geht, wir sehr viele Möglichkeiten haben. Aber auf die Null zu kommen, ist halt Krankheit, Tod, Krieg. Da kann man relativ schnell dann nach unten fallen. Wir haben vorhin über Schwächen gesprochen. Ich würde dich gerne noch eine weitere Frage in die Richtung fragen. Und zwar hast du ja viele Erfolge in deinem Leben errungen, eine tolle Karriere aufgebaut. Es gibt aber sicherlich auch Herausforderungen, die du gemeistert hast. Was sind so vielleicht ein, zwei Dinge, wo du rückschauend sagen würdest, da würdest du heute deinen Weg anders gehen? Ja, also ich habe gerade meinen Cousin, der gerade studiert, habe ich ihm gesagt, was ich falsch gemacht habe im Studium, war, ich habe sehr gern studiert, habe auch, wie du schon gesagt hast, viel studiert. Ich fand es toll an der Uni. Ich habe an der Uni Trier angefangen. Das war eine Campus-Uni, das heißt aber alles eben auf diesem einen Campus. Und ich hatte mit Jura angefangen und fand Psychologie wahnsinnig interessant und mich einmal in die Vorlesung gesetzt. Und dann, ja, habe ich das eben auch studiert, mit Philosophie zusammen. Also waren zwei Hauptfächer, das gab es an wenigen Unis. Und dann bin ich nach Oxford von da und ja, war total fasziniert, eben was das Akademische angeht, dann noch einen Master in Wirtschaft gemacht. Aber was ich nicht gemacht habe, war Praktika. Ich habe viel zu wenig Praktika gemacht. Ich kann jedem Studenten, Schüler empfehlen, mach so viel Praktika, wie du kannst, weil du kommst nie wieder so leicht in Unternehmen rein, weil die können dich ja sofort wieder loswerden. In Deutschland ist ja sehr schwer, sonst reinzukommen, weil man kann dich nicht loswerden. Aber als Praktikant kommst du total leicht rein und du siehst, was dir gefällt. Und du siehst auch, was dir nicht gefällt. Und gerade so Jobs, ich meine, ich überlege immer, was macht eigentlich ein Hedgefondsmanager? Ja, was machen die bei Goldman Sachs? Ich weiß es nicht. Das würde mich interessiert. Ich werde es nie erfahren, weil ich es jetzt nicht mehr machen kann, leider. Also das empfehle ich total, dass du überall reingehst, wo du kannst und deine Zeit nicht verplemperst. Aber du musst eben auch, und das ist auch total wichtig, ich merke heute bei Studenten, also ich bin froh, dass ich nicht heute studiere, weil erstens sind alle die ganze Zeit am Handy, also früher, ich meine, die haben Leute geredet, das ist total traurig. Diese soziale Komponente, aber auch, dass es halt sehr verschult ist und dass du halt nicht mehr diesen Chill-Modus hast, den ich hatte mal ein Semester praktisch gar nichts gemacht und ist auch keinem aufgefallen, weil es war halt nicht so verschult. Ja, heute musst du dann da sein und das abgeben und das. Und du musst auch mal loslassen, weil die Studentenzeit ist auch eine tolle Zeit. Ja, das ist dann schade, wenn du das eben nicht, also und allgemein, meine ich, ist es total wichtig. Ich habe mal Götz Werner kennengelernt und er hat gesagt, ja, also von DM, der Gründer, der gesagt, ja, du erklimmst eben einen Hügel, dann siehst du schon den nächsten. Und das war auch sein Problem, dass er immer weiter wollte. Das ist natürlich sehr, ja, unzufriedene Menschen sind erfolgreicher, aber es ist halt schade für dein persönliches Glück, dass du auch wirklich mal die Feste feierst, wie sie fallen. Und das habe ich oft nicht gemacht. Ich habe immer, weiß nicht, ob ich Abi gemacht habe, ich sage, Abi ist auch gar nichts, ich will studieren. Ah, Studium ist auch gar nichts, ich will einen guten Job haben und so weiter. Und dass du einfach dann mal sagst, hey, ich feiere mich jetzt, ich feiere jetzt die Situation. Weil oft ist es ja so, ich meine, ja,
du denkst manchmal, ja, wenn ich das mache, dann werde ich irgendwie glücklich, aber das ist eine innere Einstellung einfach. Das ist so banal, das ist mir eigentlich peinlich zu sagen, weil ich ungern so banale Sachen sage. Aber das hat mir bei mir lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Ja. Aber das ist das Dilemma, dass erfolgreiche Menschen unglücklicher sind, unzufriedener, weil das ist ja gerade der Motor des Ehrgeizes, unzufrieden. Ja, das ist ein Dilemma. Ja, ich kenne Leute, die total entspannt sind und sich auf das Wochenende freuen, ab Montag, Nachmittag schon, und einmal im Jahr nach Hurghada in Urlaub fliegen und dann total glücklich sind und sagen, ich gehe jetzt shoppen, und dann kaufen sie, weiß ich nicht, bei Primark irgendeine Jacke für 12 Euro und sind total glücklich. Ja, also das ist schon, und ich denke irgendwie einerseits, also so ein glücklicher Idiot für mich, aber halt glücklich. Ja. Und das zu verstehen, ist unheimlich wichtig. Ja. Hat bei mir sehr lange gedauert. Danke für die ehrlichen Einblicke, und das hatte ich mir auch im Seminar in München aufgeschrieben. Unzufriedene Menschen sind erfolgreicher, aber eben auch nicht unbedingt glücklicher. Und der zweite wichtige Punkt, den du gebracht hast, praktische Erfahrung. Da würde ich jetzt auch den Schwenk zum Thema Börse oder Kapitalanlage machen. Du hast ja in deinen Seminaren auch verraten und auch bei YouTube, wo du einen sehr erfolgreichen Kanal hast, dass du sehr viel mit Immobilien machst. Das macht natürlich in deiner Position als Verhandlungsgenie absolut Sinn. Kannst du da so zwei, drei Tricks vielleicht für das Verhandeln mit Immobilien mal nennen? Weil viele hier auf meinem Kanal mit dem Thema Börse haben natürlich auch Immobilienbestand, ich natürlich auch. Ja, genau. Also das hat eigentlich auch damit angefangen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich Leuten sage, wie sie verhandeln, dann ist es ja irgendwie lächerlich, wenn ich selber nicht in eigener Sache verhandle, ja? Wenn ich nicht selber hier involviert bin in Deals, in Private Equity, Investitionen, in Immobilien natürlich. Immobilien ist natürlich mit Immobilien kann man halt ein sehr großes Rad drehen, ja? Weil du natürlich durch den Leverage-Effekt, du kannst einfach viel mehr, du kannst 5% Eigenkapital und 95% dir leihen. Das kannst du bei Aktiendeals nicht machen. Und das ist das Besondere, dass du halt relativ schnell ein relativ großes Rad drehen kannst und ziemlich große Deals machen kannst. Und das ist natürlich fantastisch gelaufen bis zur Zinswende, muss man einfach sagen. Danach hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Ich meine, in der Zeit habe ich sozusagen alles gekauft, was man einem sozusagen vor die Flinte kommt. Und das Geld war sehr billig. Und das hat sich natürlich völlig verändert. Jetzt muss man halt, und ich habe auch teilweise Deals gemacht, die okay waren, weil ich einfach keine Zeit hatte, groß. Ich habe ja mein Unternehmen geführt und habe einfach so, komm, einfach kaufen, kaufen. Das geht nicht mehr. Jetzt musst du halt feinjustieren. Und auf der anderen Seite ist wie Ayrton Senna, der Rennfahrer, gesagt hat, ne, wenn bei Sonnenschein kann ich einen überholen, beim Regen kann ich 10 überholen. Ja, irgend sowas. Und ob er jetzt das beste Beispiel, ich meine, gut, ich kenne ihn, aber der Spruch ist trotzdem gut. Es ist halt viel, viel weniger jetzt. Ich meine, es sind tolle Häuser auf dem Markt, die auch noch lange auf dem Markt sind, verblüffend. Ich meine, die wären früher innerhalb von 2 Minuten wär das weg gewesen. Aber das kannst du natürlich, aber du musst halt fahren und du kannst halt auch wieder fahren. Ne? Und das ist halt jetzt etwas, also eine Renaissance, und warum es auch unserem Institut so gut geht gerade, obwohl es vielen nicht so gut geht, weil halt gerade jetzt im Einkauf verhandelt wird, im Verkauf verhandelt wird, überall kannst du jetzt feinjustieren. Und gerade durch Preiserhöhungen zum Beispiel, ja, das ist eine Sache, die wir begleiten. Preiserhöhungsverhandlungen. Ja, das ist der leichteste Weg. Also es wurde einmal ein Bankräuber mal gefragt, vor vielen Jahren in Amerika, warum überfallen, haben Sie Banken überfallen? Und dann hat er gesagt, weil da das Geld ist. Und das Ähnliche ist es mit Preiserhöhungen. Preiserhöhungen, warum Preiserhöhungen? Weil da das Geld ist. Das ist der leichteste Weg, mehr Geld zu verdienen für ein Unternehmen. Und das begleiten wir eben, wie du das halt richtig machst. Das heißt, was will ich damit sagen? Ich will sagen, bis vor zur Zinswende konntest du Deals machen, noch und nöcher. Und jeder hat sich gefühlt wie der nächste Rockefeller und Finanzgenie. Jetzt musst du einfach verhandeln und überall drehen, an jeder Schraube. Ja. Und zum Thema Aktien, ne? Was habe ich mit Aktien zu tun? Das ist halt für mich mein Problem. Da kann ich halt mit niemandem verhandeln. Ich kaufe die Aktie und dann kann ich hoffen oder auch nicht. Und ich bin nicht so bewandert. Ich finde, Warren Buffetts Methode, dass du das Unternehmen tatsächlich anguckst, würde ich in dieses Unternehmen investieren tatsächlich. Finde ich einen guten Ansatz, aber da käme ich einfach zu wenig aus, deswegen habe ich das nicht gemacht. Habe aber tatsächlich viel in ETFs einfach als Tilgungsersatz habe ich verhandelt bei Banken, damit es eben nicht in die Tilgung kommt, sondern in ETFs. Und muss sagen, das waren jetzt mit so die besten Deals, die ich gemacht habe tatsächlich, obwohl das für mich da eigentlich nur so nebenbei war, weil sich das so wahnsinnig gut entwickelt hat. Ja. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt. Ich bin überhaupt kein Börsenexperte, aber ich bin überrascht, weil wenn ich so das Stimmungsbarometer sehe, wie kann es sein, dass es der Börse so gut geht? Aber ich war auch überrascht nach Corona, dass es irgendwie allen gut ging. Ja, ich meine, die Welt steht still 2 Jahre, aber alles läuft gut. Also da war ich schon sehr misstrauisch und das bin ich jetzt auch nach wie vor. Ja, und bei Häusern habe ich halt immer noch das Gefühl, ja, das ist halt ein Wohnblock oder da wohnen Leute. Es gibt ja Leute, ich meine, es gibt einen Zuzug nach Deutschland.
gerade in Metropolen. Ja, aber bei einer Aktie, und das, da bin ich irgendwie sehr, sehr konservativ. Und wenn, dann würde ich so machen wie Warren Buffett, aber da habe ich einfach zu wenig Zeit und zu wenig, da weiß ich einfach zu wenig. Ja, spannend, dass du es sagst. Also auch mein Geschäftspartner, der Samuel Wartmann, der auch bei den beiden Seminaren mit dabei war, der hat auch den Trick für sich mit Immobilien entdeckt. Deswegen hat er das Thema Verhandlungen auch so stark und dieses endfällige Darlehen zusammen dann eben, dass die Rückführungen dann quasi in ETFs gehen. Das ist auch so sein Geheimrezept. Und da habt ihr beide in den letzten Jahren einen guten Deal gemacht. Was die Marktmeinung angeht, bin ich bei dir. Also ich kann auch nicht verstehen, dass die Märkte so weit momentan laufen und das als ausgewiesener Experte in dem Bereich. Es liegt sicherlich an dem lockeren Geld, erst durch die Notenbanken, jetzt durch die ganze Staatsverschuldung. Aber das, was du mit Immobilien beschreibst und der Zinswende, die ja seit März 2020 schon eingesetzt hat, damals eben auch mit dem Corona-Schock, wo die Zinsen nochmal extrem gefallen sind und dann eben deutlich gestiegen, auch mit der Inflation, das wird sich wirtschaftlich auswirken und die Effekte, die wir sehen, die kommen eben durch die staatlichen Eingriffe zustande, durch diese ganzen Programme. Und das wird sich auswirken, wie es in dem Immobilienmarkt schon passiert ist, auch bei Immobilienaktien übrigens. Und das wird natürlich auf die gesamte Wirtschaft dann auch noch Spillovers haben. Das heißt, ich brauche dich auch nicht zum Thema Krypto fragen, da bist du dann wahrscheinlich auch eher weniger investiert. Raus, ja. Ich habe gerade mit einem Freund gesprochen, der mir gesagt hat, der ärgert sich immer noch. Der wollte 500 Bitcoins kaufen mit einer Wallet vor 10 Jahren. Da hat eine Bitcoin 1 Euro gekostet und er hat es nicht hinbekommen. Er ist mit der Wallet, er hat gesagt, nach 2 Stunden habe ich aufgegeben. Hätte ich noch 3 Stunden investiert, ja. Das tut schon weh. Und das sind halt solche Sprünge auch, diese Schmerzen. Weil du, ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im besten Moment einsteigst und im besten Moment verkaufst? Praktisch null. Und deswegen, ich glaube, es ist egal, wie viel Geld ich damit gewinnen würde, verdienen würde. Ich würde mir immer in den Hintern treten und sagen, hätte ich doch das gemacht, hätte ich das gemacht. Und allein deswegen will ich gar nicht erst an. Kann ich verstehen. Und auch da ist es wie beim Verhandeln, man braucht klare Strategien und dann wird es auch deutlich leichter, wenn man sich dran hält. Mit Bitcoin habe ich eine ähnliche Erfahrung. Ich habe meine ersten Kryptos auch mit $40 gekauft über MS Gox. Die Börse gibt es nicht mehr und gab es dann damals auch nicht mehr. Das heißt, das war für mich auch ein Verlust. Dementsprechend war ich dann danach auch Die sind geläutert. verschwunden dann, Ja, oder? das war eine der größten und ersten Börsenskandale, wie als auch andere, die dann danach kamen, dass einfach diese Plattform, über die man dann die Kryptos gehandelt hat, nicht mehr da waren. War mit einem Freund zusammen jetzt auch keine große Investition. Aber er ist dann dabei geblieben, er hat sich dann mehr damit beschäftigt, ist dann bei $1.000 irgendwann nochmal groß eingestiegen, bei 35.000 dann irgendwann raus. Und ich habe dann gesagt, nee, das ist Scam. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und bin da auch leicht investiert, aber auch ferner liefen. Von daher, nicht nur eine gute Idee ist wichtig, sondern auch die richtige Umsetzung, wie bei deinem Freund auch. Man muss es halt machen und durchhalten. Und das ist auch das Schöne bei Immobilien, da hat man ja diese tägliche Preisbewegung. Die sieht man an der Börse sehr gut und passend dazu. Also in den 60er Jahren wurden Aktien à la Warren Buffett 8, 9 Jahre lang gehalten in den USA. Mittlerweile sind es 2 Monate, also deutlich weniger. Vielleicht abschließend noch ein Beispiel aus deiner Verhandlungspraxis, vielleicht so eine Geschichte noch für die Zuhörer, wo du sagst, Mensch, da haben mir diese Skills aus den Büchern, aus den Seminaren wirklich geholfen, da wurde zusammen ein Mehrwert geschaffen. Vielleicht noch so eine eindringliche Geschichte, weil da bist du ja auch sehr gut im Storytelling, auch in den Büchern. Hast du da noch so ein Event, wo du sagst, Mensch, das könntest du vielleicht am Ende vom Interview noch teilen? Also ich habe wirklich, also ich habe so viele Verhandlungen, weil wir begleiten ja Verhandlungen, wichtige Verhandlungen und haben eben unser, wie du schon sagst, das Playbook, gehen da durch. Und ja, also das ist, Gott, ich habe jetzt gerade natürlich einige laufende Verhandlungen, die sehr interessant sind, aber darüber kann ich nicht reden, weil die abgeschlossen sind. Und ich kann über sehr viele Verhandlungen nicht sprechen, die auch gerade politisch oder Tarifverhandlungen sind, was sehr schmerzhaft ist, weil ja, aber eine Sache, die doch interessant ist, ist oft, dass die, also gerade wenn es so quasi öffentliche Verhandlungen sind und auch gerade in der Politik zum Beispiel Verhandlungen sind, dass sich die Protagonisten, die Verhandler eigentlich schnell einig sind. Und dass du aber immer noch das verkaufen musst, sozusagen den anderen, den Wählern oder den Mitgliedern einer Gewerkschaft zum Beispiel. Und das heißt, dass die Hauptarbeit der Verhandlungen eigentlich darin besteht, zu überlegen, wie man den anderen gut dastehen lassen kann. Und das machen wir dann. Und das empfehle ich überhaupt in Verhandlungen. Wir nennen das weißt du ja auch aus dem Seminar, wir nennen das Victory Speech, die Siegesrede. Schreibt die Siegesrede des anderen. Das heißt, wie kann der andere vor seinen Leuten gut dastehen? Und das ist auch etwas, was ich empfehle, jetzt zum Beispiel mit Russland, Ukraine. Genauso, da muss natürlich verhandelt, ist völliger Blödsinn, da so spät zu verhandeln, weil am Ende werden sie am Verhandlungstisch sitzen, nachdem Hunderttausende gestorben sind. Eine völlige Dummheit, die mir, also ist mir völlig schleierhaft, wie man so dumm sein kann und es so lange schleifen kann und sagen, wir wollen nicht verhandeln, meiner Meinung nach völlig verantwortungslos. Und gerade hier ist es etwas, wo wir uns hinsetzen und überlegen, wie ich muss dafür sorgen, dass der andere gut dasteht. Und auch wenn ich den anderen böse finde oder blöd finde. Und das kann ich empfehlen. Und da weiß ich eben, dass, zum Beispiel bei Gewerkschaften, wo man dann mit Arbeitgeber, Arbeitnehmervertretern im Raum, weil die Mitglieder standen teilweise draußen,
geschrien hat, irgendwas umgeworfen hat, damit es so scheint, als ob man sich bekriegen würde, war aber gar nicht so. Ja, die haben sich wunderbar verstanden und wurden auch nicht korrumpiert oder so, sondern die hatten halt einfach einen guten Rat und einen guten Deal für alle. Aber das muss man manchmal machen und da ist es schon interessant, wie viel man eigentlich ja, den anderen hilft zu Schauspielern, den anderen hilft, gut dazustehen. Ja, das ist so ganz oft die Hauptarbeit. Das habe ich ja auch bei dir gelernt. Ein guter Deal ist ja immer, wo beide zufrieden sind, weil sonst wird die Transaktion ja gar nicht zustande kommen. Von Ja, daher auch ein beide sehr. oder sogar noch andere, die eben noch gar nicht im Raum sind, dass die auch zufrieden sind. Im Hintergrund. Und es ist bei mir guter Brauch, dass der Interviewgast die letzten Sätze spricht. Da würde ich dich auch gleich einladen, hier das Schlusswort zu halten. Vorher darf ich aber nochmal auf die Shownotes und oben die Infokarte verweisen. Da haben wir zwei wunderbare Dinge verlinkt vom Jack Nasher Institut. Einmal ein Verhandlungstest. Da kannst du völlig kostenlos herausfinden, was für ein Verhandlungstyp du bist. War für mich auch eine sehr bereichernde Übung, weil ich bin dann immer zu großzügig. Ich habe gelernt, da darf ich mich etwas zurückhalten, erstmal den Kuchen größer machen und dann irgendwie eine faire Aufteilung finden. Mach den Test unbedingt, der ist kostenlos und du findest auch die Neuauflage von Deal, dem Bestseller von Jack Nasher, mit einer persönlichen Signung, limitiert in der neuen Auflage. Ich werde es mir auf jeden Fall dann auch gleich noch holen mit einem absolut fairen Angebot. Also schau dir das an, wenn du mehr von Jack Nasher und seinen Inhalten erfahren willst. Es lohnt sich. Und damit, lieber Jack, vielen Dank schon mal für deine Zeit und ich freue mich sehr auf dein Schlusswort. Dankeschön. Ja, einfach so kann ich jetzt irgendwas sagen. Ja, ja Was okay. du möchtest. Dann sage ich was. Ich wollte gerade noch was addieren eben zu dem Verhandlungstypentest. Ne? Jedes Lernen beginnt ja mit Selbsterkenntnis. Ja, und für uns ist unheimlich wichtig, dass auch wenn du im Seminar bist oder eben jetzt das diesen Verhandlungstypentest einfach so machst, ist ja eine Auflösung dabei. Das Entscheidende ist eben nicht, dass hinterher kommt, boah, du bist total scheiße, in dem musst du daran arbeiten, sondern hey, du bist dieser Typus und du solltest darauf aufbauen, so wie du bist. Ja, du bist zum Beispiel ein entgegenkommender Typ, das ist sehr gut, weil du sehr gut auf der Beziehungsebene bist. Manchmal musst du eben etwas sozusagen wettbewerbsorientierter sein, aber baue auf deinen Vorteilen eben auf. Und das ist auch tatsächlich mein Schlusswort, eben stärke deine Stärken und geh auch so durchs Leben, dass du überlegst, was kann ich eigentlich gut und wie kann ich hier besser werden. Dazu ist der Verhandlungstypentest ein sehr, sehr hervorragender Start, aber das ändert wirklich dein Mindset total. Versuch wirklich zu delegieren, was du nicht so gut kannst oder was du auch nicht so gern machst. Versuch es zu delegieren und gib es anderen, auch wenn es am Anfang dich Geld kostet, vielleicht, das jemand anderen zu geben und du denkst, das kann ich doch selber machen. Du musst nicht alles, was du könntest, auch selbst machen. Ja? Konzentriere dich auf die Sachen, die du gerne machst und die du gut kannst. Und du wirst ein viel erfüllteres, erfolgreicheres Leben haben. Ja? So, das war doch jetzt ein schönes Abschlusswort, muss man sagen. Ne? Das war perfekt. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank wirklich für das nette Interview. Also, alles Gute und gute Deals, André.